Herzlich willkommen zur Spieltagsvorschau, liebe HBW-Fans da draußen. Wir gehen nach Coburg. Jens ist wieder hier. Schön, dass du da bist. Das letzte Wochenende war sehr erfolgreich. Klarer Sieg gegen Wilhelmshaven. Vor allem auch im Angriff. Starke Chancenverwertung. War das auch so für dich der hauptpositive Punkt, sage ich mal? Oh, wir hatten ganz, ganz viele positive Punkte, glaube ich, in diesem Spiel. Haben auch super verteidigt. Haben eine super Torwartleistung von beiden Toren gehabt. Und das ist natürlich schon eigentlich die Basis für unseren Erfolg, dass wir gut verteidigen. Man hat sofort gemerkt, was Kiwi wieder für eine Bereicherung ist, wie es schon die ganze Runde ist. Und das war natürlich schon sehr, sehr positiv. Auch Jona, dass er immer mehr wieder einsatzfähig wird, ist ein positives Zeichen. Und von daher sind wir sehr zufrieden, wie wir auch aufgetreten sind. Vor allem, wenn wir die ganze Breite des Kaders nutzen konnten und jeder seinen Teil zum Erfolg beigetragen hat. Das war schon ein schönes Wochenende, ja. Jetzt geht's Freitag nach Coburg. Rein tabellarisch ist es natürlich ein Topspiel. Spürst du bei der Mannschaft schon so eine gewisse Vorfreude, weil es halt nochmal vielleicht so ein bisschen ein besonderes Spiel ist? Also wenn du dich auf das nicht freust, dann hast du, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. Wir arbeiten seit anderthalb Jahren für solche Spiele, haben jetzt in der Hinrunde schon ein paar solche Highlight-Spiele gehabt, also in der Rückrunde schon viele solche Highlight-Spiele gehabt. Da freust du dich natürlich drauf. Eine tolle Chance für uns, sind gut drauf. Das muss man ganz klar sagen, jetzt auch mit der Fülle des Kaders wieder, und deshalb freuen wir uns, dass wir nach Coburg fahren dürfen, weil wir schon auch berechtigte Chancen haben, hier Punkte mitzunehmen. Coburg hat zuletzt schwankende Leistungen gehabt, sind jetzt auch dann hinter Nordhorn und uns auf Platz 3 abgerutscht. Kann man dann vielleicht sagen, dass bei Coburg auch ein bisschen mehr der Druck jetzt liegt, dass wir auch einfach befreiter aufspielen können? Mein erster gegen Dritter. Da geht es ums Gewinnen, da hat jeder Bock. Drucksituation hinterher. Ich glaube, das ist ganz egal. Ich glaube, es hängt ganz, ganz viel an Tagesform ab. Wie schafft man es, die Stärken des Gegners zu nehmen? Da haben wir, glaube ich, ein paar Ideen, wie wir da hinkommen können. Coburg wird sich auch was zurechtlegen, und da geht es darum, wie gut kriegt man das noch auf die Platte. Ob da jetzt Druck ist oder nicht. Für uns ist eine tolle Chance, Coburg auf 5 Punkte wegzukriegen. Und die versuchen wir zu nutzen. Und fahren da mit einem sehr, sehr positiven Gefühl hin, weil wir natürlich auch die schwankenden Leistungen von ihnen gesehen haben, das steht ja außer Frage. Aber wir haben auch die Stärke von uns in den letzten Wochen gesehen, wenn wir vollzählig sind, und das werden wir weitestgehend sein, bis auf Martin. Und von daher haben wir ein sehr, sehr positives Gefühl und gutes Gefühl. Du persönlich, das ist eine schöne Statistik, du persönlich als Trainer hast noch nie in Coburg verloren, egal mit welchem Team. Weiß das unsere Mannschaft, oder baust du das in die Vorbesprechung irgendwie noch mit ein als Zusatzmotivation? Also wenn sich jemand anschaut, dann weiß er, sonst werde ich das nicht zusätzlich erwähnen. Das ist auch ganz egal, was meine persönliche Statistik da macht. Ich freue mich einfach, ich habe in Coburg viele, viele schöne Spiele erlebt. Mit Rimpar, die Derbys waren unfassbar, die waren natürlich auch sehr erfolgreich für uns. Auch mit Hannover war es erfolgreich. Also von daher bin ich guter Dinge, dass wir hier was mitnehmen können, und freue mich auf eine tolle Halle in Coburg, auf ein tolles Publikum, auch auf unsere Auswärtsfans, die mitgehen, und hoffe, dass sie uns das Gefühl eines kleinen Heimspiels zumindest geben. Und dann freuen wir uns auf eine ganz, ganz tolle Partie gegen eine gute Mannschaft, wo wir bestrebt sind, Punkte zu holen. Also mit Freude fahren wir nach Coburg. Ihr hoffentlich auch so viele, wie es geht, damit wir so ein kleines Heimspiel auf jeden Fall bekommen. Danach geht es dann wieder zu Hause gegen Essen weiter am 18. Mai. Jetzt aber erstmal viel Erfolg in Coburg. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal bei der Spieltagsvorschau wieder.